Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen weiter Week. Die Alter, die Slayer, die hat jetzt in der letzten Zeit gut Kämpfe, aber ich will jetzt nur mal die Karriere einstellen und gucken, was noch muss. Okay, meine Mittelnormal. Ich glaube, wir lassen noch ein bisschen auf normal. Und dann können wir immer noch auf schwer hochgehen, wenn es dann wirklich zu leicht dann wird, immer mehr. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die nächste Gegner an. Ah, jetzt geht's mit der Clinch, werden Beine. Aber ich würde sagen, mehr Kämpfe. Die ist gut im Clinch, okay. Die alles sind gut im Clinch, okay. Aber ich sag mal, versuchen gegen Fides zu gewinnen, Leute. Oh man, das wird jetzt heftig. Aber jetzt machen wir auch ein bisschen normales Training wieder. Für andere Sache sozusagen, dass man dann Ding hin, bisschen Clinch-Training, machen wir mal erstmal, da waren wir gut bei dem Clinch. Aber heute mal gucken, wo wir doch wieder gut Clinchen können. Die sogenannte Position erarbeiten und sie dann eine bestimmte Zeit lang halten. Ja, mach weiter so! Ja, sehr schön. Gut, das müssen wir jetzt durchhalten. Oh, heute läuft echt nicht gut. Nein, das wird nichts. Das wird das heute nichts mit Clinch, Leute. Das war ein richtiges. Das war ein richtiger. Eigentlich richtig nervig. Wir haben jetzt richtig wenig was gewonnen. Ein bisschen haben wir was gekriegt, Leute. Aber wir müssen bei der Clinch noch ein bisschen drin. Ah, Takedown. Die Takedown müssen. Machen wir mal leicht erstmal. Zeig mir mal, wie gut deine Defense ist. Du musst innerhalb des Zeitlimits eine bestimmte Anzahl an Go-Versuchen und Takedown-Versuchen abwehren. Immer ein bisschen. Sobald du einen Versuch erfolgreich abwehrst, ja, wird die Zeit verlängert. Schön. Wir müssen jetzt ein bisschen die Takedowns noch ein bisschen verbessern, Leute, dass wir verteidigen können. Das kannst du besser. Oh Mann, machen die jetzt nichts mehr? Gute Verteidigung. Das war eine gute Verteidigung. Mama. Alter, was macht? Jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Gut abgewehrt, Leute. Super. Komm schon, hoch mit dir. Schön, das war eine schöne Takedown-Verteidigung. Das war schön. Jetzt machen wir, wenn wir noch können, noch Offensive. Jetzt haben wir schön. Jetzt machen wir das andere noch. Machen wir noch Clinch, jetzt machen wir noch Takedown Offensive und dann das machen wir erstmal. Machen wir Mittel und versuchen, dass wir hier ein bisschen. Du musst mir innerhalb des Zeitlimits eine bestimmte Anzahl an Takedowns und Würfen zeigen. Für jeden erfolgreichen Wurf und jeden erfolgreichen Takedown gibt es einen Zeitbonus. So gefällt mir das. Vergiss diesen Treffer! Mach weiter! Ah, die ist gut, Leute. Das war nicht! Mach weiter! Lass dich von dem Treffer nicht irritieren! Das die Takedowns sind. Das war heute nicht. Ein Satz mit X. Die Takedowns, die müssen wir noch ein bisschen üben, Leute. Aber sonst geht eigentlich, finde ich, oder was denken wir? Bisschen Vorteil gemacht und jetzt gehen wir zum Kampf, Leute. Versuchen jetzt mal einen guten Kampf wieder zu machen gegen sie und hat den nächsten Sieger an der Messe. Jetzt wird bald wird man vielleicht entschieden, wenn man mal uns schwer, wenn wir dann aufrüsten sozusagen, Leute. Dann wird es mal, wenn man dann will, aufrüsten mal. Dann versuchen wir es in schwer oder so. Weil das war schon ein richtig schönes Match, was wir heute hatten in letzter Zeit. 2 auf 1 Streich, das war schon mega, fand ich. Aber wir werden hoffen, dass wir jetzt richtig den Clay auch eine gute Chance holen. Zwischen Grandmaster und Assassin. Ja, und dann können wir dann auch schwer hochgehen.
Dann wird es einfach, bis wir uns ein bisschen auf. Jetzt sieht es noch so aus, dass wir noch ein bisschen im Normal bleiben, aber wenn es jetzt so lang immer so dominieren in der ersten Halbrunde, dann werden wir auch wieder hochgehen auf Pro, sozusagen auf Schwer. Und dann schauen wir weiter, was so ist. Wir haben nur einmal verloren, das war blöd, dass wir einmal verloren haben, Leute. Aber das kann immer passieren, Leute. Einmal zu verlieren kann man immer. Und das ist halt wichtig. Man muss wieder aufstehen, Leute. Aufstehen ist das Wichtigste. Immer aufstehen, Leute, ist das Wichtigste. Hier ist unsere Gegnerin wieder. Mal schauen, wie sie so heute kommt. Und wir haben eine gute Chance haben, den siebten Sieg und ihn weiter. Ich glaube, dieser Fight könnte sehr schnell auf den Boden gehen. Das Ding ist, wir müssen auf KOs gehen, Leute. Ja, sehe ich genauso. Ihr Ziel wird es hier sein, möglichst schnell. Boah, das ist jetzt heftig. Die Sachen KOs. Also das wird jetzt wahrscheinlich so sein, Leute. Das wird ein KO-Fight. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpferinnen in diesem Bantam-Gewichtsfight. Alle Männer war richtig viel Vorteil, alter Schwede. Die jetzt Hund und. Nein, das ist jetzt ein Fight, wo man richtig viel Ding hin. So, und jetzt. Dieser Kampf ist angesetzt auf drei Runden. Beide sind Knockouter, Leute. Beide sind Knockouter. Sie weicht aus und kontert. Oh, Alter, du bist so, das hat gescheppert jetzt, Leute. Klasse Treffer mit dem Haken. Ja, sie teilt ihre Angriffe gut. Der Headkick sitzt. Treffer mit dem Jab. Ja, guter Inside-Leg-Kick. Ja, schöner Treffer. Da war der Punch. Kick zum Kopf, aber daneben. Wir sind im Clinch. Die hat den Over-Under angesetzt. Oh, da ist der Takedown. Alter, jetzt geht's ihm schön wieder im Bodenkampf, Leute. Die ist jetzt in der Halfguard. Jetzt wechselt sie in die Fullguard. So, stehen wir auf, Leute. Wir wollen hier bis wieder punchen. Alter, wir sind müde. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen Ausdauer machen. Und dann. Oh, alter Schwein, die macht die weiß. Kämpft sie sich auf die Beine. Die hat unser Vorteil, weil wir viele mit den Kicks machen. Viel mit den Kicks machen. Und sie clinchen. Ja, schöner Übergang in den Double Underhook. Beide versuchen jetzt, sich in eine bessere Position zu bringen. Boah, stark gemacht. Guter Double Leg Takedown. Es sieht nicht so aus, als würde sich hier im Bodenkampf noch viel tun. Oh, nee. Da kommt zu wenig und ich denke, das sieht der Ringrichter genauso. Nee, oh, Backmount, jetzt gehen wir in die Backmount. Topmount, wir wollten in den Topmount, Leute. Sie versucht aus der Halfguard. Ja, Mann, jetzt kommen jetzt mal richtig Kämpfe, Leute, hier rauszukommen. Sie Leute. Trifft mit der linken. Und jetzt gehen wir wieder in den Top-Mount. Das Vorteil, Leute. Die Vorteil von ihm. Schöner Wechsel zur Full-Mount. Die befreit sich aus der Full-Mount. Stark gemacht. Ja, gute Linke. Ihr rechtes Alter, was ist denn da los wieder, Alter? Schön, wie sie sich da auf dem Boden bewegt. Grandmaster. Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen mischen, aber. Da ist sie wieder in der Vollmacht. Und jetzt die Arsche. Und plötzlich setzt sie da die Armbahn. Die bekommt den Arm wieder frei. Ah, Mist. Ah, gut. Oh Mann, die war gut, Leute. Ja, starke Linke. Da haben wir jetzt Pech gehabt, Leute. Das war ein schwerer Cut, den wir jetzt gekriegt haben. Aber sie weiß. Unsere Nachteile, was wir haben, wir kicken eine halt viel, Leute. Aber sie blutet auch schon heftig an, hat einen schönen harten Cut auf der rechten Seite, Alter, Leute. Das ist schon heftig. Was denkt ihr, haben? Das wird noch ein schweres Fight hier in diesem Kampf. Alles klar, Runde 2. Was für ein toller Leckkick.
Wir haben ein bisschen zur Zeit ein bisschen Probleme. Und wieder ein Treffer mit dem Leckkick. Alter, wir haben zur Zeit ein bisschen Probleme mit unserem Energie. Wir müssen ein bisschen too small machen, glaube ich. Oh ja, toller Leckkick. Ja, der Haken, toller Kopftreffer. Ruhig einfach. Starker Kick, aber die Deckung steht. Sie gehen in den Clinch. Starker Double Leg Takedown. Transition in die Halfguard. Oh, 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 der Cut ist schlimmer geworden. Ja, sie geht in die Side Control. Ja, schön. Side Control. Wir machen jetzt nur ein bisschen Side Control. Sie ist in der Halfguard. Und jetzt gehen wir wieder in der schönen Top Mount. Jetzt müssen wir, schade. Ah, wir stehen jetzt auf, Leute. Wir versuchen jetzt aufzustehen. Nein, noch ein bisschen in der Backside gehen wir noch. Und jetzt Top Mountain holen. Ah, Mann. Kommen wir in Top Mountain. Ah, nein, leider nicht. Oh, Mann. Aber jetzt stehen wir erstmal wieder auf. Ah, wir wollten aufstehen, da konnten wir, Mann. Oh, Mann. Die macht gut Clinch. Die macht gute Clinch. Und jetzt versuchen wir in den Top Mount zu kommen wieder. Und jetzt wieder schön. Wow, was für ein Punch zum Kopf. Schöner Übergang zur Backmount. Sie arbeitet aus der Halfguard. So, jetzt richten wir uns wieder auf. Und jetzt versuchen wir wieder. Ah, schade. Sie kam raus, jetzt Leute. Sehen Sie beide wieder auf. Jetzt warten wir wieder ein bisschen, hat ein paar Kicks. Starker Single Leg Takedown. Aber für zwei KO-Kämpferinnen machen wir viel Bodenkämpfe, Leute. Viele Bodenkämpfe. Für zwei Knockouter, die knocken, die ausknocken können. Oh ja, gute Kontrolle von der Seite. Sie kämpft aus der Side Control. Die zwei, die gut, immer gut knocken können, die machen jetzt Sau. Sie geht auf den Choke. Oh, sie entkommt aus dem Choke. Grandmaster mit einem Over-Under. Der Clinch ist vorbei. Schöner Kick, da ist der Körpertreffer. Beide mit offenem Visier. Boah, das ist wirklich. Die wollen ihren Knockout. Ja, ah, wieder Blauschlaufe. Gute, schöne Treffer dann. Ah, schade. Das war wieder ein spannendes Match. Dann. Beide sind Knockouter, aber die knocken gut aus. Beide kämpfen, zeigen, was sie können, Leute. Das muss man schon sehen, alle. Hier wird richtig gefightet, Leute. Das hat gescheppert. Manche haben richtig schön gescheppert, Leute. So, die letzte Runde, Leute. Zweite Die letzte Runde. Starker Kick zum Kopf, Kniestoß zum Körper, schön. Wenn schöne reicht. Sauberer Boah, das waren immer die Puppe. Sie hat sich an ihrem linken Oberschenkel eine Prellung zugezogen. Gute Aktion, schöne, mit dem Kick zum Kopf. Schöne Kicks. Der Haken landet am Kopf. Und diese Kopftreffer haben gesessen. Was für eine Kombination. Oh Mann, jetzt haben wir ein bisschen zu viel. Ja, wir kriegen jetzt zu viele Kicks und Schläge. Das ist so gut. Die arbeitet sich in den Teilkrim vor. Ja, starke Beintechnik. Backside, wir müssen hier raus. Wir müssen versuchen rauszukommen. Ja, Top Mount. Jetzt gehen wir in die Top Mount. Wir wollen sie jetzt eliminieren. Jetzt hat sie es in die Full Mount geschafft. Sie befreit sich aus der Full Mount, stark gemacht. Full Guard, Albert. Ja, großartiger Sweep. Die hat in die Full Mount gewechselt. Ja, wir müssen irgendwie rauskommen, Leute. Wir müssen raus in die Top Mount. Dann haben wir eine gute Chance gegen sie. Weil in Top Mount sind wir einfach ultimativ. Und wieder zurück in die Full Mount. Da ist der Körpertreffer. Guter Kick.
Toller Punch, da ist der Treffer. Da kommt der Kick zum Kopf, klasse Treffer. Jetzt geht es zur Sache. Oh, mehr, oh Mann, mir sind wieder zu müde. Wie sie immer wieder die Angriffe wechselt, wie sie ihrer Gegnerin hier zusetzt. Ah, oh, wir treffen zur Zeit einfach nicht. Guter Kopftreffer mit diesem Haken. Ein wundervoller Wurf. Und wir müssen raus öffnen. Ah. So, komm mal. Ah, da kommen einfach nicht durch. Mehr kommt. Dann ist der Kampf vorbei. Alter, hier. Wir müssen irgendwie auf TK. Auf Pound und Pound gehen, Leute. Sonst haben wir hier echt schwer. Aber die ist gut, Leute. Beide sind gut im Grounden. Jetzt müssen wir ran. Jetzt müssen wir irgendwie auf den Top Mount. Ah, oh, wieder nicht. Oh, Mann. Jetzt gehen wir raus und müssen irgendwie. Und auch diesmal kommt sie wieder hoch. Oh ja, guter Leckig. Kick zum Kopf, aber zu. Ah, oh, wieder mal. Unsere Fehler sind so. Kämpft sie sich auf die Beine. Sie zieht den Haken zum Kopf. Tja, also sieht sie da überhaupt noch was? Der Cut an ihrer Augenbraue ist katastrophal. Sie sind hier über die volle Distanz gegangen. Oh Mann, das wird jetzt richtig schwer, Leute. Kann die Slayer diesen Kampf gewinnen oder wird es wieder ein Unentschieden? Das wird jetzt richtig spannend. Beide, die KO Championess waren, kämpfen jetzt hier ein harter Fight um den Sieg, Leute. Und weiter eine Chance, um den Titel zu haben. Beide sind richtig Blut und Schweiß. Das ist heftig, Leute. So, die Kanzler. Aber jetzt sehen wir mal, was jetzt abgeht, hier Leute. Das offizielle Urteil. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges score the contest 30-27. For the winner by unanimous decision, Grandmaster! Grandmaster! Oh, und unsere zweite Niederlage. Unser zweite Niederlage. Oh Mann. Oh Mann, das war so ein Kampf, Leute. Schade, Leute, das war ein richtiger, schöner Kampf. Aber wir haben wieder mal verloren. Und dann zweite Niederlage. Das ist jetzt echt schade gewesen, Leute. Aber man kann nicht immer gewinnen, Leute. Das ist jetzt. Wir haben aber uns wieder gut gehalten, Leute. Muss man schon sagen. Und jetzt gucken wir mal weiter, was jetzt so passiert. Oh, wir verlieren wieder ein paar Gegner. Fans und EP haben wir wieder ein bisschen drin. Können wir uns wieder ein bisschen aufrüsten. Das ist immer wichtig, Leute, aufzurüsten. Und dann werden wir versuchen, hier richtig schön drauf zu gehen. So, schauen wir mal, was wir jetzt noch Schönes machen. So, jetzt gucken wir mal, welchen Platz. Mal gucken wir, welchen Platz wir eigentlich sind ein bisschen. Oh, wir sind Nummer 38. Okay. Haben wir noch ein paar Matches vor. Aber jetzt gucken wir mal meine Karriere, was wir schon mal geschafft haben. Okay, wir können jetzt mal. Also unter Statistik können wir mal wieder mal ansehen, alle. 6 KOs haben wir schon und 2. Aber mehr nur, wenn wir über die Zeit gehen, verlieren wir, Leute. Aber das werden wir sehen. Aber jetzt schauen wir mal erstmal, gegen wen wir jetzt fighten, Leute. Das muss man spannen. Kämpfen wir gegen die Anne-Free. Mal schauen, wie die so kämpft heute. So, schauen wir mal, Leute. Das werde ich dann. So, tun wir erstmal Training wieder fortsetzen. Aber zuerst, Leute, machen wir uns ein bisschen unser Charakter wieder ein bisschen stärker. Gucken wir mal die Techniken. Alter, da können wir jetzt mal, da machen wir jetzt mal die Dinger mal ein bisschen noch stärker, wie man die Dann machen wir mal auf Stufe. Zweimal, Leute, dass wir den auch mal haben.
Wendon. Den will ich jetzt mal. Ah, den tun wir jetzt auf 3 gehen. So, und den Rest machen wir jetzt noch ein bisschen. Dass wir Takedown noch ein. 300 langt nicht, aber leider nicht. Boden. Kann man noch ein bisschen was aufrüsten. 600, okay. Submission müssen wir mal. Können wir Submission noch mal auf 2? Ja. Nee. Ah, leider geht's. Ach, wieder nicht. Macht nicht. So, dann schauen wir mal bei Vorzüge noch mal wieder. Tun wir jetzt noch ein bisschen Boden. Was machen wir noch? Ja, jetzt Oha, aber Clinch geringer. Aha, Clinch, okay. Sind wir eh nicht so. Das wäre nicht schlecht, Leute, wenn wir das hätten. So, dann haben wir 400. Aber Leute, ich denke, jetzt trainieren wir wieder ein bisschen. Jetzt trainieren wir noch ein bisschen hier. Übung machen wir mal da, machen wir da Mittel wieder, dass heute wir uns wieder bilden können. Mit der Full Guard und musst dann eine bestimmte Zeit lang eine dominante Position halten. Wenn du einen Strike landest, bekommst du Bonuszeit. Bleib dran, hol dir die dominante Position am Boden. Genau, und dann kicken wir noch ein bisschen. Hol dir die dominante Position. Hey, du musst in die dominante Position kommen. Dominante Position, komm, du schaffst das! Du hast noch 10 Sekunden! Oh, das sieht echt nicht. Ah, das war jetzt nicht so gut. Aber ich denke, wir werden einfach weiter. Lass dir diese Position nicht nehmen! Du musst in die dominante Position! Wir sollten so, das war auch ein schön und schönes B. Das ist immer schön, schönes B zu haben, ist immer gut. Ja, ich denke auch, dass noch Luft nach oben ist, Leute. So, jetzt machen wir noch wieder Bodentraining. Machen wir das noch. Übung Unterposition. Weil da müssen wir eigentlich auch noch ein bisschen besser werden. In dieser Übung musst du unten in der Halfguard anfangen, in die Fullguard kommen und sie dann eine bestimmte Zeit lang halten. Für jeden gelandeten Strike wird deine Zeit verlängert. Hol dir die Fullguard, lass nicht nach! Du musst weiterarbeiten, hol dir die Fullguard. Hol dir die Fullguard los. So, halt jetzt die Fullguard. Du musst in die Fullguard, bleib dran. Ah, jetzt läuft die Karten so gut, aber wir müssen die Fullguard. Komm schon, du musst in die Fullguard kommen. Ja, die Fullguard musst du jetzt halten. Das war diesmal nicht ganz so gut, aber ein schönes C ist auch immer gut, Leute. Genau, Verbesserungsmöglichkeiten. Aber ich. So, oh Mann, wenn in der Bodenverteidigung schlecht, das ist nicht so gut. Aber wir machen noch mal. Wir tun jetzt noch ein bisschen Submission verteidigen, tun wir noch ein bisschen. Aber machen wir erstmal leicht, Leute. Heute möchte ich mal deine Submission Verteidigung sehen. Defense, Defense! Schön der Submission entkommen! Lass die Submission nicht zu, los! Genau. Bleib dran, los, wehr diese Submission ab! Genau, oh, das sieht gut aus in mir. Okay, bleib dran, bring deine Defense! Schöner. Wo ich spiele. Lass jetzt nicht nach! Ah, das war gut, aber schauen wir mal, was wir jetzt machen müssen. Okay, Konzentration, Defense! Ja, abwehren. Kompliment, das war wirklich eine hervorragende. Wow, das war echt gut, Leute. Das hat mich beeindruckt. Das war echt gut, Leute. Das war ein schöner Kampf, finde ich. Aber Leute, ich denke, somit sagt wieder euer Peter Gem. Tschüss. Bis dann und Peachy, bis demnächst.